Ja, wir sitzen hier beim Crew-Treffen der Piraten in Tempelhof Schöneberg am Krelleplatz und neben mir sitzt Alexander Spieß, der Schöneberger und Tempelhofer Direktkandidat, muss man sagen, Direktkandidat. Ja, Alexander, wie läuft der Wahlkampf? Tja, ich meine, was soll man dazu sagen? Ja? Ich habe ja schon viele Wahlkämpfe erlebt, aber sowas wie im Moment, ich glaube, da ist Sandmännchen aufregender. Mhm. Ich denke mir, also die Taktik der CDU ist im Moment, die Bevölkerung so richtig einzuschläfern. Ja? Ja. Damit sie sich möglichst nicht über irgendwas aufregen. Und ich meine, die Situation ist ja im Moment auch für Deutschland jedenfalls recht gut. Mhm. Das heißt, es gibt, also wenn man so will, also für große Teile der Bevölkerung jetzt nicht so viel zu klagen. Und das ist aber nur scheinbar so. Ich meine, wir haben eben auch politisch die Situation, dass wir diese Aufreger, also die Rechtsradikalen und Faschisten jetzt haben, die ja wahrscheinlich auch zum ersten Mal in den Bundestag kommen werden. Wenn nicht noch irgendwie was ganz Dramatisches geschieht. Und die haben natürlich den Vorteil, dass sie mit den Zukunftsängsten, die ja durchaus so im Untergrund brodeln und bei vielen vorhanden sind, ihr politisches Süppchen kochen können. Ja, ja. Aber ich denke, wir empfehlen jetzt nicht die Wahl der CDU. Und wir empfehlen natürlich sowieso nicht die Wahl rechtsextremer Parteien. Warum sollte man die Piraten wählen in dieser Situation? Ja, gerade in dieser Situation, nicht? Weil die Piraten ja die Partei sind, die eben sehr frühzeitig darauf reagiert hat, dass wir eben vor einem radikalen gesellschaftlichen und technischen Wandel stehen. Also getrieben durch die Digitalisierung ist das eigentlich schon seit 10, 20 Jahren bekannt und es ist einfach erschreckend mit anzusehen, dass das offenkundig bei den etablierten Parteien bis heute noch nicht so richtig angekommen ist. Ja. Und man hat ja auch gesehen, gewisserweise wirken die Piraten schon, weil die meisten Parteien haben ja auch in diesem Wahlkampf Digitalisierung irgendwo in den Vordergrund gestellt. Mhm. Das ist jetzt erstmal nicht schlecht, nur man sieht eben auch, die Ernsthaftigkeit dahinter ist nicht sehr groß und was in den Wahlprogrammen steht, ist ja bekanntlicherweise nicht unbedingt das, was dann umgesetzt wird. Und da fehlt es einfach die treibende Kraft, wie also wir auch in den Landesparlamenten in den vergangenen 5 Jahren zeigen konnten, dass die Piraten eben da auch nerven und Dinge vorantreiben, die eben sonst nicht passieren. Ja, genau. Und man sieht es ja auch, viele Punkte, die wir auch vorgebracht haben, sind ja jetzt auch von anderen übernommen worden. Es wird über das Grundeinkommen gesprochen. Es wird jetzt sogar angesichts der Dieselaffäre wieder über umlagefinanzierten öffentlichen Personennahverkehr gesprochen. Also eigentlich genau unser Thema. Von daher sieht man eben, dass wir eben schon vor einigen Jahren sehr viel weiter waren und es eigentlich immer noch sind. Und dass eben die Rezepte von gestern, die andere vorschlagen, vielleicht doch nicht so passend sind. Warum engagierst du dich eigentlich ganz persönlich für die Piraten? Du bist jetzt Direktkandidat, du bist auch vorne auf der Liste für den Bundestag. Warum machst du das? Naja, ich meine, ich bin ja 2009 Mitglied der Piratenpartei geworden, um mich zu engagieren. Nicht? Und nicht, wie gesagt, die Gründe, das zu tun, wären ja von jedem Tag eigentlich mehr. Insofern bin ich natürlich, solange ich eben Kraft habe und die Möglichkeiten habe, auch dabei. Und ich hatte das ja als Anekdote schon mal erzählt, also so 2005 fragte mich mal ein Bekannter, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass du gut im Parlament arbeiten kannst, hast du da nicht schon mal dran gedacht? Dann habe ich ganz spontan gearbeitet, ja, aber dazu braucht man eine Partei und ich kenne keine Partei, wo ich
Mitglied werden möchte. Ja, und das habe ich ja auch mein Leben lang, habe ich mich ja von den Parteien ferngehalten. Und das war natürlich jetzt so ein bisschen zufällig, dass ich die Piraten eben kennengelernt habe durch meine Arbeitskollegen, die ja auch Gründungsmitglieder waren, eben der also leider viel zu früh verstorbene Florian Bischoff, also unser Spitzenkandidat oder Piratenspitzenkandidat 2009. Und dann habe ich mir gesagt, klar, sind die Leute, die greifen genau die Themen auf, ja, die eben bearbeitet werden müssen, die ich auch gerne bearbeiten möchte. Und vor allem ist es eben eine Partei, die eben nicht so klassisch werden will, nicht so wie die Etablierten. Die möchte also auch das demokratische System grundlegend reformieren, nicht? Denn ein Grund, warum es so schlecht vorangeht im Moment, ist, dass wir in so einer Art Parteienhegemonie, also in einer Parteiendemokratie leben. Und die Lösungsansätze, die entwickeln ja nicht die Parteien selber, sondern die kommen aus der Gesellschaft. Es gibt eben viele Gruppen, zivilgesellschaftliche Gruppen, Fachgremien, Fachleute, die tatsächlich auch Kompetenzen haben und Lösungsansätze entwickeln, und die müssen von den Parteien transportiert werden. Wenn aber die klassischen Parteien dies alles nicht mehr aufnehmen und nicht mehr in der Lage sind, das zu transportieren, braucht es eben auch eine neue Kraft, die das tut. Und das können oder sind auch die Piraten nach wie vor in meinen Augen. Ist eben nur genau das Problem, die Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, denn eine Partei kann nur erfolgreich in den Parlamenten arbeiten, wenn sie eben genügend Wählerinnen und Wähler gewinnt. Ja, daran arbeiten wir ja jetzt. Es gibt ja noch einen Aspekt, von dem ich weiß, dass er dich auch sehr bewegt und der auch für mich wichtig ist, nämlich der internationale. Die Piratenpartei ist ja nicht nur jetzt ein Phänomen, was es in Deutschland gibt, sondern sie ist ja zunächst mal in Schweden entstanden und hat sich auch gleich von Anfang an auch als internationale Bewegung verstanden. Und das ist ja auch etwas, was dich umtreibt. Kannst du vielleicht was dazu sagen? Genau, du nimmst den zweiten Punkt auf. Nicht, denn ich habe mich ja also schon sehr lange, also in meiner Jugend, ja, vor allem für die europäische Einigungsbewegung engagiert, ja. Und sehe eben, also meine Hoffnung, dass man also diese Nationalstaaten auch überwinden kann, nicht? Ja. Also Nationalstaaten sind eben Konstrukte des 19. Jahrhunderts, und im 21. Jahrhundert müssen wir eben auch zu anderen politischen Strukturen weltweit kommen. Und da ist natürlich ideal, dass die Piraten eben auch im Internet, über das Internet entstanden sind. Das Internet kennt keine Grenzen. Ja? Genau. Genau wie eigentlich die Erde. Also ich habe neulich von einem Astronauten gehört, der gesagt hat, wenn man die Erde von oben anschaut, da sieht man keine Grenzen. Ja? Mhm. Da sieht man Kontinente. Ja. Und genauso ist ja auch das Internet grenzenlos. Und das ist eben eine Idee, die man auch politisch transportieren muss. Ja. Genau, also ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt. Die Piraten sind halt vor allen Dingen auch im Netz entstanden, also gar nicht so sehr in einzelnen Ländern, und verstehen sich eben als Netzpartei, bei der es eben darum geht, dass sich Individuen vernetzen. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, und deshalb finde ich das auch so etwas, was unbedingt erhaltenswert ist. Also wenn man jetzt sagt, naja, Piraten kommen jetzt nicht gut an, wir gründen eine neue Partei. Das geht eben nicht so ohne weiteres, weil diese neue Partei dann eben auch nicht so international vernetzt ist. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, der eben auch eine ganz andere Art von Herangehensweise ermöglicht, weil man eben tatsächlich da im Netz unterwegs ist und eine weitergehende Perspektive hat. Und ich denke, das ist ein ganz großer Vorteil der Piratenpartei, auch ein Grund, warum man die Piratenpartei, glaube ich, unterstützen sollte, weil sie eben dieses mit sich bringt. Das geht im Grunde Hand in Hand. Du hast vorhin gesagt, ja, Erweiterung der Demokratie, mehr Beteiligung und eben dieser internationale Charakter, das gehört eben zusammen. Das ist eben genau eben auch die Realität des Netzes. Also Netz ist nicht nur als Internet, sondern eben als Vernetzung von Menschen, die hier eben eine wichtige Rolle spielt. Ja, naja, und das
ist ja eben so, dass sich durch diese, wie soll man sagen, Geburt im Internet bestimmte Themen tatsächlich durchsetzen. Also wir möchten eben Menschenrechte verteidigen, Menschenrechte erweitern, die digitalen Menschenrechte entwickeln. Und dazu gehört auch die Idee des Grundeinkommens, die auch, egal ob das Piraten in Australien sind oder in Brasilien, ja, wirklich eine Idee ist, die gemeinsam vertreten wird. Das sind eben die Ideen der Zukunft. Ja. Mhm. Und nun haben wir natürlich die Situation, dass wir heute ja in nationalen Strukturen sozusagen uns organisieren müssen. Das heißt, man sieht das auch, also in jedem Staat gelten andere Regeln, wie man Parteien gründet. Das muss natürlich von den jeweiligen nationalen Piratenparteien auch gemacht werden. Und dann kommen natürlich tatsächlich auch so die kulturellen, regionalen Unterschiede mit rein. Das ist auch ganz wichtig, dass es diese Vielfalt gibt. Aber es muss natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit geben, sich auf bestimmte gemeinsame Ziele zu einigen. Und das auch noch weltweit. Ja. Und rein von der politischen Organisation her, sage ich sicher, die Nationalstaaten sind hier auch eine Brückentechnologie. Ja? Genau. Nicht, weil man muss natürlich erst einmal von den nationalen Gegebenheiten ausgehen, aber dann natürlich weiterdenken, wie man eben internationale Strukturen bauen kann. Ja, das ist eigentlich ein sehr schöner Begriff in diesem Zusammenhang, die Brückentechnologie. Und ja, daran arbeiten wir, dass eben tatsächlich wir weiterkommen auf der Brücke. Ja, Alexander, vielen Dank für das Gespräch und dann drücke ich die Daumen, dass du auch ein gutes Ergebnis als Direktkandidat erzielst und wir uns vielleicht im Bundestag wieder treffen. Ja, früher also oder später. Es ist möglich. Ja. Ja. Also unmöglich ist in der Politik gar nichts. Das ist eben auch jetzt mal ganz privat etwas, warum ich gerne Politik mache, weil nichts ist spannender und überraschender. Ja. Es gibt viele Überraschungen und jetzt bin ich gespannt, was diesmal dabei rauskommt. Ja, vielen Dank.